So, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir haben gerade einen neuen Anzug Endlich bekommen. erreiche ich dich. Oh, hey Pete, wie läuft's? Ich habe Nachrichten geguckt, auf dem Karianisch. Entweder ist eine Brücke explodiert oder ein Bagel verräuchert, was im Kontext keinen Sinn ergibt. Auf jeden Fall suche ich nach Flügen. Ich kann morgen Abend zurück sein. Nein, tu das nicht. Schon okay. Ich weiß, wer die Verantwortung trägt. Ich werde sie aufhalten. Versprochen. Okay, ich vertraue dir. Das war Aber nix. wenn du mich brauchst, fliege ich sofort nach Hause. Ansonsten sehen wir uns in ein paar Wochen bei meiner Rückkehr. Ja, okay. Danke. Viel Spaß beim Sumkarianisch lernen. Wir sind die Straße nur so runtergeflogen, nachdem wir die Skates mit Druckluft aufgemotzt hatten. Danach waren wir bei den Nachbarn, die kleinen Genies. Verbrechen. Machen wir uns dahin mal auf den Weg. Wir haben auch eine neue Stufe bekommen, das heißt einen neuen Fertigkeitenpunkt. Und einen neuen Modi-Platz, den wir freischalten können. Das ist natürlich sehr cool. Erhöht den Schaden durch geworfene Objekte. Fehlt noch einiges. Das der, den wir jetzt haben, ist der klassische. Das ist der aus dem Animationsfilm. Den gab es zum Vorbestellen dazu. Den haben wir vorhin gesehen die ganze Zeit. Peter Parker Anzug und der ist der kaputt. Ne, das ist der, das Heil. Sportwear. Na gut. Fähigkeitenpunkte haben wir zwei Stück. Die Tarnfähigkeit können wir jetzt verbessern, verlängern. Schneller aufgefüllt. Und kostet weniger Tarnenergie. Wie läuft das mit dem Tarn eigentlich? Das haben wir jetzt gar nicht. Habe ich nicht mitgekriegt. Tarnung. Ah, nach oben drücken, okay. Stehe. Gut, hat mir das auch geklärt. Der steht immer noch. Und Schuss wird gebratzelt. Du bist tot! Rück die Sachen raus! Dann darfst du gehen! Komm und flieg in die Quere, Spider-Man! Ihr hasst mich und den Fahrerbus! Lasst euch nicht ablenken! Nein! Verschwindet! Ich euch rein. Na, ich wollte. Jetzt haben wir es.
Das ist ja fies, du mit ihren Handschuhen, ne? Alles sauber. Kannst die Tür aufmachen. Perfektes Ausweichen, nur einmal geschafft. 130er Kombo haben wir voll versaut. Naja, schade. Danke. Und jetzt schwing weiter, das sieht so verdammt cool aus. So, was haben wir hier? Wir haben ja Schnellreise. Ich würde gerne mal ein paar von den Sachen noch einsammeln. Finns Familie hat eine Werkstatt in Midtown. Sie hat dort immer gearbeitet. Vielleicht habe ich Glück und sie tut das immer noch. Wäre es nicht einfacher, sie anzurufen und zu reden? Ich glaube nicht, Mann. Als ich sie auf der Brücke sah, habe ich sie kaum erkannt. Ich muss wissen, warum sie das alles tut. Okay. Der Büßer! Meinst du? Bingo. Und es geht wieder los. Eine Katastrophe in unserer Stadt. Explosionen, ein Brückeneinsturz, Schüsse inmitten der Rush-Hour. Gottlob gab es keine Toten, aber man hat nicht immer so viel. Was, wenn das ein paar Tage später passiert wäre, beim sogenannten Sturm des Jahrhunderts, von dem die Nachrichten ständig plappern? Dann wird aus einer Katastrophe völliges Chaos. Es wurden auch schon jede Menge Schuldige gefunden, wie dieser Underground-Schläger. Aber hören Sie her, es wäre eine Verletzung meiner Pflicht, wenn ich nicht darauf hinweisen würde, dass der Angriff des Underground nur ein Überfall auf einen Transport war, bis Spider-Mans verzogener Schüler auftauchte und alles alleine regeln wollte. Und was passierte? Er machte alles nur noch schlimmer. Dieser Junge will Spider-Man sein. Er macht dem Namen ja alle Ehre. Apropos, ist mir dann aufgefallen, dass der echte Spider-Man verschwunden ist? Ich glaube, ich weiß warum. Er ist wie der Phase, der im Laden so tut, als wäre das Kind, das gerade ausrastet, nicht seines. Aber wir wissen, der Apfel fällt nicht weit vom Netz. Ah, Jonah wieder. Wir haben ihn geködert. Auf ihn! Oh, so läuft das. Okay. Die Finisher sieht eh schon sehr geil aus. Muss man schon sagen. Wow.
Kriminellen. Ach nein. Ein Venom-Angriff hat noch gefehlt. Schade. So, was fehlt? Wo müssen wir hin? Da. Auf dem direkten Weg. Der Laden ist verrammelt. Was für ein trauriger Anblick. Vielleicht kann ich irgendwo einsteigen, aber ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Also. Spider-Man nicht immer einfach Aufmerksamkeit erregen würde. Hallo? Mann, ist das ein Staub hier. Hier war lange keiner mehr. Nach Hinweisen suchen. Ricks Lehrbücher. Er hat abends gelernt, damit er über Tag den Laden weiterführen konnte. Er war nicht aufzuhalten. Hier ist ja noch Licht an. Das Team, das Nuform entwickelt hat, wurde krank. Rick war der Projektleiter? Forbes. Ja, aber sonst keine bekannten Namen. Was ist das? Roxxon-ID von Ella Sterling. Das ist ein Foto von Finn. Irgendwelche Medikamente. GCSF. Zur Behandlung von Knochenmarkzerfall. Wem gehören die? Kein Brecher-Equipment? Diese Mauer war doch früher nicht hier. Kann ich sie nicht weghauen? Irgendwie muss ich da doch durchkommen. Er will sie nicht einschlagen. Ein Spinnen will er sie auch nicht. Ja. Ach ja. Hast du den Special-Schlag benutzt? Das ist ein Geheimraum. Finn steckt hinter der Underground-Ausrüstung. Und wir tragen beide eine Maske. Videodatei von vor 6 Monaten. Ich mache einen Testupload. Mein Team wird krank. Und Krieger tut so, als wäre es nicht das Nuform. Wir müssen es heute tun. Lass mich. Sind wir denn bereit? Müssen wir wohl. Die Arbeit in Harlem hat begonnen, vor ihrem Zeitplan. Er vergiftet die Stadt aus Profitgier. Sie drücken aufs Tempo, ignorieren Sicherheitsberichte. Sie dürfen meine Forschung nicht pervertieren, Finn. Okay. Zuerst geht es um den Kern, dann löschen wir die Daten. Und Sie können sicher nicht einfach nachproduzieren? Nein. Nicht, wenn wir den Ersatzvorrat in Jersey auch vernichten. Ohne mich haben sie keinen Plan, wie Nuform funktioniert. Das Projekt ist dann gestorben. Ich nehme alles auf. Wenn was schief geht, gehen die Videos direkt an den Bugle.
Perfekt. Bereit, New York zu retten? Bereit. Da ist noch ein Video. Verdammt! Keine Uploads! Das Handy war wohl kaputt. Das hier ist nicht umsonst gewesen. Ich verspreche's, Rick. Sie wollten das nur vom Projekt stoppen, aber irgendwas ging schief. Der letzte Standort ihres Handys. Wenn ich es aufspüre. Okay, stell dir sicher, dass das mal schnell verstecken jetzt. Komm schon, komm schon. Sei unsichtbar, sei unsichtbar. Komm schon. Er ist hier. Er tarnt sich. Er kann sich tarnen. Einfach so verschwinden kann, hat sie aufgescheucht. Sie müssen sich erst ein bisschen beruhigen. Komm jetzt rein! Lass ihn nicht an den Computer! Wo ist er hin? Ich muss einen stillen Alarm ausgelöst haben. Hey, es wird so schnell! Die sind immer noch in der Lage. Okay, zurück zu dem Computer. Wenn ich Finns Handy finde, erfahre ich vielleicht, was Whit zugestoßen ist. Und warum sie Tinkerer wurde. Da, die Position. Eine neue Stufe. Hast du was in Finns Werkstatt gefunden? Ja, ich weiß, warum sie das alles tut. Ihrem Bruder ist was zugestoßen, was echt übel ist. Oh Mann. Rick hat für Roxxon gearbeitet. Er war für die Nuform-Forschung zuständig. Wow. Und das Nuform hat ihn anscheinend krank gemacht. Simon Krieger erzählt überall, wie sicher es ist. Er lügt. Finn und ihr Bruder wollten den Reaktor-Prototyp abschalten und die Weiterentwicklung verhindern. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Noch nicht. Finn hat alles mit ihrem Handy aufgenommen, aber ist dann im Labor verloren. Ich will es gerade holen. Hör zu, ich bin hier. Ruf an, wenn du mich brauchst. Mach ich. Genau hier, nur und unten. Was sieht gut aus? Hey Leute, hört
Heute wird es mal ein bisschen ernster. Wenn ihr beim Angriff des Underground auf Roxxon Plaza verletzt wurdet, körperlich oder seelisch, sucht euch bitte, bitte Hilfe. Auf meinem Blog stehen die zuständigen Stellen. Themenwechsel. Ich stelle ein Exposé über den Underground zusammen und brauche eure Hilfe. Wenn ihr Infos habt, könntet ihr uns dabei helfen, ein bisschen Licht in eine Gruppe zu bringen, die es nicht geben sollte. Bis nächstes Mal und passt auf euch auf. Und denkt dran, eure geistige Gesundheit ist genauso wichtig wie die körperliche. Bis dann. Sehr nette Lady. So. Hier können wir auch. Ich benutze die Gegenstände gar nicht so häufig, weil es so schon sehr viel Spaß macht. Oh, das ist ja auch interessant. Einen Punkt haben wir. Hört sich auch gut an. Den Wirkungsbereich. Das ist okay. So, in der Sammlung ist was dazugekommen. Ach, das sind die Archive. Ansonsten hat sich nicht viel geändert, ne? Anzüge sind auch keine neuen dazugekommen. Das dauert wohl noch. Und im nächsten Level kriegen wir eine neue Visiermodifikation. Gut. In dem Schornstein. An dem Tag, als wir sie versteckten, war es unheimlich windig. Ich wurde fast runtergeblasen. Finn hat ihre Schwimmbrille mit Sonar und hat erweitert. Jo, sie hasste genau. Es zu verlieren. Ganz besonders gegen mich. Zur Karte würde ich so. Das ist einfacher. Kann ich noch sehen, was hier noch so zu finden ist. Als wenn ich hier mit dem Visier durchschwinge und nach dem suche. Schon. Der Underground. Üble Methoden, aber tolle Ausrüstung. Ich drücke immer auf den falschen Knopf. Nächste Zeitkapsel. Die Zeitkapsel ist eigentlich eine coole Idee. Das hätte ich gern früher auch gemacht. Was mit Freunden irgendwie versteckt und dann Jahre später reingucken und überlegen, wie es damals war. Da versuchen Diebe in einen Laden einzubrechen. Hab beim Bau des Springbrunns eine Zeitkapsel unter ihm versteckt. Das ist so lange her. Mittlerweile reparieren sie ihn schon. Okay. Mit dem Hebekran kann ich den Brunnen bewegen. Okay.
der nicht. Ron schwebt. Wolle. Finn liebt sie, diese Abkratzdinger. Sie meinte, sie erinnerten sie daran, dass egal wie etwas von außen betrachtet aussieht, sich darunter immer mehr verbirgt. Der Avengers Tower. So. Das sind sogar noch gesperrte Sachen, das heißt, es kommt sogar noch was dazu an Aktivitäten, zwei Stück. Da bin ich mal gespannt. Muss ich den enttäuschten Vater spielen. Nicht wegen Jared. Das ist gut. Alter! Das muss so wehtun. Okay, mein Werk hier ist getan. Mein Werk ist getan. Komm, wir suchen den letzten auch noch ab. Da hab ich keinen Bock drauf. Schade ja nicht. Abgesucht ist abgesucht. Wenn sich welche vom Underground hier rumtreiben, kann das Ganze nur völlig harmlos sein. Ups. Siehst du die Kiste hier, Spider-Man? Tja, du wirst die nicht kriegen. Lustig, dass wir nicht gleich untergehen, wenn wir uns was abbremsen. Ist auch was Neues. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie war es in den vorherigen Spielen? Wenn man da alle. Ja. Scheinbar war es nicht so. Ich weiß es nicht mehr. Folge ist auf jeden Fall zu Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.